der Marathon, das Marathontraining solo ist einfach extrem hart und sehr schnell und auch psychisch sehr anstrengend. Und manchmal sind die Gedanken gut und wenn es dann mal nicht so läuft, sind die Gedanken auch sehr schlecht. Ja, die Phasen gibt es natürlich, glaube ich, bei jedem, dass er mal nicht immer himmelhoch jauchzend über 3 Monate da rumläuft. Also ich habe einen Trainingsplan von Peter Greif, in der Szene bekannt für sehr harte Pläne. Und der Plan hat es sehr in sich. Ich glaube, das Härteste ist eigentlich das Thema lange Läufe mit langer Endbeschleunigung. Also zum Ende hin sind wir, glaube ich, bei 35 Kilometer mit 8 bis 12 Kilometer Endbeschleunigung im Marathon-Renntempo. Und das ist schon richtig eklig. Also ich glaube, sie kommt damit sehr gut zurecht, weil erstens mal war ihr letzter Marathon jetzt nicht wesentlich langsamer und zum anderen braucht die Dagi auch eine gewisse Herausforderung und auch einen gewissen Drill, muss man mal so sagen. Sie ist doch eher jemand, der schon sehr viel Umfänge und Intensität verträgt und auch daran wächst. Aber das Tolle ist ja, und das finde ich wirklich das Faszinierende am Training, du merkst ja, dass etwas passiert mit deinem Körper und du merkst ja, dass du ausdauernder wirst, dass du schneller wirst, dass du jetzt Dinge besser wegstecken kannst. Und deswegen glaube ich schon, dass das klappt mit den 3:15. Ich denke mal, selbst wenn vielleicht das gesteckte Ziel nicht erreicht wird, ist es ja immer noch eine super Leistung. Also muss man sich auch immer mal wieder vor Augen führen, dass man Marathon nicht einfach mal eben so läuft. Auch nicht mit einem gewissen Zeitziel. Und wenn es halt dann aus welchem Grund auch immer an dem Tag nicht optimal läuft, dann geht die Welt auch nicht unter und dann werde ich sie genauso lieb haben wie vorher auch. Die 2 auf dem Tacho steht, die muss stehen. Also im Moment kriege ich jeden Schnipsel gezeigt, der irgendwie mit dem Frankfurt-Marathon zu tun hat. Ich spreche ständig drüber. Ich glaube, ich nerv wahrscheinlich alle rund um mich zu, weil ich nur noch darüber rede. Oh, nur noch so und so lange und dann geht's halt los. Und also im Moment kriege ich ständig irgendwas davon vorgeschwärmt. Aber sie zeigt viel Verständnis. Sie weiß, wie wichtig das für mich ist. Sie weiß, dass es einfach ein Großteil von mir als Persönlichkeit ist. Von daher unterstützt sie mich, wo immer sie kann. Und wenn sie zumindest hin und wieder mal dann vielleicht doch ein bisschen grantig ist, weil ich dann die ein oder andere Trainingseinheit noch machen muss, dann lässt sie es zumindest nicht anmerken. Er freut sich einfach unheimlich drauf. Also er kann es kaum erwarten, loszulaufen und ja, freust dich einfach auf diesen Lauf. Wenn es tatsächlich klappen sollte, ich glaube, dann sind ja ganz, ganz viele Leute, denen ich dann einfach auch sehr dankbar dafür bin, dass die irgendwann dem Projekt mitgewirkt haben. Und in erster Linie werde ich dann wahrscheinlich den Frankfurtern auch dankbar sein, dass die mich hoffentlich dann auch wirklich zu meiner Zielzeit nach vorne gepeitscht haben. Als ehemaliger Mittelstreckler liegt mir das Bahnlaufen und das ist gerade ganz gut, um das Tempo noch mal wieder reinzubekommen. Also durchaus dann mal so Sachen wie 10x400 Meter Läufe machen, Intervalltraining, eine Runde schnell, dann wieder eine Runde ein bisschen austraben lassen. Das sind gewisse Dinge, die kann man einfach doch noch mal deutlich besser auf der Bahn machen, weil man einfach die exakten Absteckungen hat. Von daher genieße ich das. Und klar geht man dann den Lauf auch schon in Gedanken durch. Aber die Festhalle zum Schluss, das ist einfach das Bild, was in jedem Training dann omnipräsent ist. Ne? Also von daher kann losgehen.